Moin Leute, am heutigen Tag gehen wir mal wieder auf Pidiersel Entdeckungstour. Allerdings werde ich nicht einfach nur Paluten dort eingeben und dann nach dem Upload-Datum filtern, sondern ich gebe ein, ist Paul Walker wirklich tot? PayPal sicher? Pandora schwanger? Okay, was sind das denn? Also es sind Gerüchte, meine Damen und Herren. Ich möchte auch nicht draufklicken, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Das ist die Freundin von dem guten alten Gronkionk. Aber ich glaube, das ist einfach nur, das sind die Leute neugierig. Ist Paluten ein Illuminat? Da, das hatte ich schon mal vor ein paar Monaten gesehen. Das hatte ich auch in einem Video verwurschtelt. Ist Paluten kaputt im Kopf? Das war nämlich ein Video von Concrafter. So, warte mal, ist Paluten ein Illuminat? Paluten ist Illuminati confirmed? German Let's Play ist Illuminati confirmed? Was geht ab? Paluten reimt sich auf vermuten. Ich vermute, dass Paluten ein Illuminat ist. Paluten plus Illuminati gleich Paluminati. Paluminati hat 11 Buchstaben. 11 ist zweistellig. 1 plus 1 plus 2 gleich 4. 4 ist einstellig. 4 plus 1 gleich 5. 5 ist einstellig. Moment mal. Zombie ist auch einer. Concrafter. Menu haben wir eben schon gesehen. Burger ebenfalls. Was geht denn ab? KFC ist auch schwarz, weiß und rot. KFC verkauft Hühnchen. Hühnchen sind keine Schweine und auch keine Kürbisse. Damit will ich sagen, dass Paluten den 9-11 2015 miterlebt hat und als Vampir alle Leute gebissen und getötet hat, um ihre Seelen gemäßes frei, Tages frei zu lassen und Frosch LP bei dem ganzen Mitwirkt, indem er sich als Schwein verkleidet und Paluten dabei hilft, die Weltherrschaft an sich zu reißen, indem sie mit PewDiePie nach Jemen reisen und dort Hähnchen in einem KFC drin verkaufen. KFC hat 3 Buchstaben. PewDiePie hat 3 Silben. 3 plus 3 gleich 6. Edgar 2 Silben. 6 durch 2 gleich 3. Das Illuminatendreieck hat 3 Seiten. Wir haben nun den unbestreitbaren Beweis. Paluten ist Illuminati confirmed. Okay, alles in Ordnung. Wir tun einfach mal so, als wäre das hier alles gar nicht passiert. Oh, was ist das denn hier? Die Entstehung des Illuminati-Paluten. Oh Gott! Kann ich das irgendwie abbauen? Oh, ach, das ist aus der Freedom-Folge. Oh nein, sie ist... Oh Gott! Stimmt, das hatten wir uns, glaube ich, auch schon mal angeguckt. Und der Professor Ente sieht tatsächlich aus wie eine Ente. Was gibt's hier noch? Okay, das mit Gommel. Hier, ja. Und da sind die Freedom-Folgen. Yeah! Das Ende 202. Oh, Folge 200 war auch ziemlich nice. Sogar einer meiner Freedom-Lieblingsfolgen, was so die Action angeht. Das hat auch schon, 980.000 Klicks. Oh! Das hat, ja, ich glaube, das ist mein erstes Video mit 100.000 Likes. Habe ich sonst nie. Oh, ich weiß noch, da 2600 Dislikes. Viele sind damals so Bananas gegangen, als auf einmal Evil P-Dizzle da war. Hier sehen wir da die Konversation. Oh, das war eine Kracherfolge. Jetzt kümmern wir uns aber nochmal um die anderen. Ist Paluten tot? Ach, hier Lukas, der Rapper-Song. Das Smurf hier. Oh, Leute. Ich glaube, das habe ich damals bei dem Video auch schon gezeigt, aber oh, das... Damals kannte ich Zombie und Maudado noch nicht. Das war vor der Nero-Zeit, weil wir drei haben uns über Nero kennengelernt. Guck mal, da verfolgen sie P-Dizzle. Da jagen sie mich. Maudado und Zombie. Varro 3 müsste... Ja, Varro 3. Ich hab ein bisschen getroffen. Part 18. Oh, das ist... Also, das ist einer meiner Lieblingsmomente, auch wenn das ein bisschen gemein ist. Aber warte, gleich okay. Müsste das kommen. Wo ich ihm die größte Pinkschelle des Jahrtausends gebe. Warte. Ich reck jetzt zumindest. Ist es noch, oder ist es Maudado? Nee. Da, gleich kommt die Pinkschelle 9000. Zombie kriegt erstmal ein bisschen auf den Kopf. So, und dann kommt Maudado. Und jetzt gibt's gleich die Pinkschelle 9000. Da, Patz, Alter. Und dann, ist er down, oh Gott. Mann. Und da kommt Zombie. Und jetzt mache ich gleich den Fehler. Gott, ich werd einfach zu krass gehittet. Da versuche ich jetzt gleich noch was zu essen. Ich reck vor allen Dingen nicht. Gegen die Kante. Oh Gott, ich zitter. Oh Gott, ich werde sterben. Ah. Nein! Und dann trifft mich der zweite. So unglücklich. Ach nee, das war nicht gut gemacht von mir. Den hätten wir kriegen können. Den hätten wir definitiv kriegen können. Ach, Mann. Ah, gut gemacht von Zombie. Gut gespielt. Hey, alles so muss gut. Muss es auch sein. Leute, ich also, war zu nervös. Ich habe letztens auch schon mal nochmal mit Zombie und Maudado über den Tod geredet, weil oftmals ist es bei Varro ja so, dass ein extremer Hate entsteht. Sagen wir mal, ich sterbe und irgendjemand tötet mich in Varro. Dann kommen ganz viele rüber und haten und so. Und das finde ich ist immer super schade, weil in Varro geht es um Spaß. Natürlich soll man bei seinen Teams mitfiebern, aber
Ach man, warte mal, was ist denn da? Vor einem Jahr? Neuester Kommentar? Top, meinte ich. Ah, da guck mal, da schreibt jemand Top-Kombo an Baudardo. 7,48? Dann steht da Hurensohn oder irgendwelche richtig krassen Beleidigungen. Ja, da spreche ich das auch nochmal ein. Wir machen dieses Projekt, um euch zu unterhalten. Ja. Niemand, ich hasse nicht Zombie und Maudado, dass sie mich getötet haben. In keinster Weise. Nicht mal ansatzweise. Ich finde das. Ja. Also, das ist auch ganz klar. Die beiden sind geil. WTF, die Wombo. Ach man, wenn Palle sie gekillt hätte, wäre er, glaube ich, an der Border gestorben. Ja, ich glaube, das war auch das Problem bei Zombie und Maudado. Das war ein bisschen suboptimal. So, ist Paluten Single? Oh, meine Freundin. Oh yeah, Leute. Next question von Klemi. Hast du eigentlich eine Freundin, Palle? Falls es uns Community etwas angeht. Oder bist du noch zu haben? Ich bin tatsächlich Single. Aber das ist wirklich Skandal. Ich kann mir das wirklich nicht erklären, warum das der Fall ist. Daher kommt das Nahtzuggeschnecke. Kommst du noch mit zu mir? Das habe ich ja auch bei meinen Livestreams. Link zu den Streams ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr, wenn ihr Twitch habt, gebt da gerne mal ein Follow. Da streame ich. Mindestens zweimal die Woche. Wir haben diese Woche haben wir schon zweimal gestreamt. Mal gucken, vielleicht gibt es vielleicht am Sonntag nochmal einen kleinen Logging-Flogging. Ah, da zeige ich mein Sixpack, Alter. Warum kommt da irgendwann, welche YouTuberin wäre meine Freundin von Revi, wo er irgendwie oberkörperfrei irgendwas aufnimmt? Was ist denn da los? Was haben wir denn da noch im Angebot? Ist Paluten Linkshänder? Leute, das müsst ihr doch nicht eingeben. Ja, ich bin Linkshänder. Das ist auch kein Geheimnis, oder? Ich meine, es ist leider tatsächlich so, dass ich früher sterben werde, als wenn ich Rechtshänder wäre. Weil irgendwie gibt es so eine Statistik, da steht, Linkshänder sterben früher. Hier, 5 Fakten über Linkshänder. Warte mal. Circa 10% aller Menschen weltweit können besser mit der linken Hand umgehen. Nämlich ich möchte jetzt auch nicht deren Video. Nachher kriege ich dann einen Copyright-Strike von Faktastisch, weil ich dann irgendwie... Oh, welche YouTuberin passt zu mir? Alter. Hier! Da! Warum es Linkshänder hart im Leben hab. Das ist aber wirklich so. Leute, schreibt mir in die Kommentare, wer von euch alles Linkshänder ist. Notfalls kann ich auch schreiben, wer Rechtshänder ist. Aber zum Beispiel früher in der Schule, da irgendwie so irgendwie, wenn man eine Schere hatte, ja toll, teilweise funktionieren die Scheren für Linkshänder nicht, wenn das sozusagen Rechtshänderscheren sind. Also das ist wirklich das ist eine Dreistigkeit. Wir armen Rechtshänder. Oh, Roomtour-Special. Oh, Alter, das ist schon 3 Jahre her. Da rauf ich, warte mal, da gucken wir mal ganz kurz rein. Da schlage ich mich mit Burgi. So geht das hier jeden Tag. Oh, okay, Leute. Wenn es nicht gefallen hat, dann hast du das. Dann schau. Habt ihr noch dieses ganz kurz, ganz am Ende? Wartet. Komm, Burgi, hör mal hin. Es tut mir leid. Wir haben uns natürlich nicht wirklich in irgendeiner Weise geprügelt oder sonst was. Sondern da hatte Simon Burgi und mir angeboten, da sieht man auch, wo wir gepennt haben, da im Wohnzimmer, angeboten, eine Woche bei ihm zu pennen. Das war mega, mega cool. Das war auch so die Anfangszeit. Danach bin ich dann ja auch irgendwann nach Köln gezogen. Warte mal. Na okay, was heißt kurz danach? 7 Monate danach, nach diesem Aufenthalt. Weil ich bin tatsächlich, glaube ich, seit 2014 so Anfang, Ende November 2014 bin ich nach Köln gezogen. Alter, und jetzt ist schon der 11.05.2000. Ey, dass das echt 3 Jahre her ist. Das ist... Wieso konnte das schon wieder mit East Paluten friggin Illumischnadi, Alter? Da ist eine Game One-Folge. Wer kennt von euch eigentlich Game One? Beziehungsweise, wer Rocket Beans? Kann ich nur jedem empfehlen. Rocket Beans ist meiner Meinung nach ein richtig cooler YouTube-Channel. Beziehungsweise, das ist ja so ein 24-7-Livestream-Sender, wo ich nur jedem empfehlen kann, Kino Plus und Bundesliga sind. Ist einmal ein Kinoformat und einmal eins über die Bundesliga. Finde ich mega cool. Gucke ich eigentlich jede Folge. Ist Paluten Vegetarier, katholisch, Veganer? Nee, ich bin kein Veganer. Ist Paluten... Paluten ist verliebt? Oh, ich war aber ziemlich oft verliebt. Ich bin verliebt. Flirtversuche bei Minecraft Bed Wars. Revi ist verliebt. Candy gesteht GLP ihre Liebe. Verliebt in einen Affen. Guck mal, sehen noch praktisch. Also ich habe schon gewisse Ähnlichkeiten. Das ist auch einer meiner absoluten Lieblingserschrecker an Revi.
dich! Was hat er? Da wollte er, glaube ich, gerade irgendwas recorden. Was habe ich denn da überhaupt gemacht? Guckt mal, das ist eigentlich auch krass. Zieht euch mal da zu dem Zeitpunkt das Zimmer an, rein. Und wie es praktisch jetzt aussieht. Also, oh, im Hintergrund. Das ist übrigens ein... Ich hatte mir ja neues Dingens geholt. Neues Stativ, wo drauf meine Kamera ist. Und das ist das, was ich normalerweise immer benutzt habe. Das ist jetzt frei und damit kann ich dann tolle Sachen aufnehmen. Nicht umfallen, Stativ. Alter, das ist echt krass, wie leer das da ist. Fick dich! Das fick dich! Was für Wörter sind das? Ich nehme gerade auf. Das ist eine Überraschung. Ist mal lustigen Witz hier vor. Guck mal hier zum Beispiel. Ja? Hier. Oh, ich habe was gewonnen. Überall bequem. Damit man sieht auch, dass ich habe wieder richtig viele Stunden geschlafen. Das ist alles. Guck dich den Typen an. Der ist auf jeden Fall cool und der macht heute. Oh, auch damals hatte ich noch einen ganz anderen Schreibtisch. 4 Bildschirme. Alter, auch noch den alten PC, den man hier unten rechts sieht. Da, 28.01.2015. Da waren wir gerade mal 2 Monate in Köln. Mein erstes Date mit Kelly, wo ich aussehe wie ein Lehrer, hat schon über 1 Million Klicks. Das ist gerade mal 1 Monat alt, das Ding. Paluten ist... Ja genau, da ist das mit kaputt im Kopf. Todtyp Clash ist Bodyguard. Verliebt. Was? Ich bin dumm? Paluten ist schlecht? Was? Dumm? Wieso kommt denn da The Dropper? Paluten wird geprankt, beleidigt, angespuckt, in den Rhein geworfen. Paluten wird zu meiner Mutter? Paluten, wer wird Millionär? Wer werde ich denn angespuckt? Paluten wird verklagt. Meine Mutter hat mich verarscht. Ja, da muss ich auf so ein blödes Boot. Und am Ende habe ich mit Eseln ein bisschen getalkt. Oh Gott, nee, das wollte ich doch gar nicht. Nee, ich will zu den Eseln. Natürlich hier manchmal ein bisschen so. Und er hat einen, auf den wir alle gewartet haben. Ja. Ich habe leider während der Aufnahme nicht den Sound activated, aber ist kein Problem. Ich werde das professionell nachvertonen. Ich habe den Esel gefragt, wieso sein Tag war. Er meint so, ja, eigentlich ganz klasse, das ist meine Frau, Gerdi. Mit der chill ich hier manchmal ein bisschen so. Probieren wir es doch einfach mal mit einzelnen Buchstaben. Gehen wir die Tastatur ab. So, Q, Quiz, Q&A, QSG. Da ist meine Stimme auf einmal ganz trocken. Oh, es ist heute aber auch mega warm, zumindest hier in Köln. Das ist echt krass. Paluten wünscht euch frohe Weihnachten. Oh, West Coast Trip, Alter. West Coast Trip, Strandstissel mit Revi und Itzi. Gefühlte 3000 Meter über Los Angeles. Oh, Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren traumhaften Tag aus Santa Monica. Hey, was ist hier los? Guys, it's me. I'm your surfing coach today. And today we're gonna do... Ja gut, wir sind auf jeden Fall gerade auf dem Weg zum Strand. Wenn jetzt hier... Ach, ey, da haben wir uns den Sonnenbrand unseres Lebens... Wenn es euch gefallen hat, dann ist natürlich immer... nach Hause finden und das ist nicht einfach, denn wir wohnen im Untergrund. Also Leute, bis gleich. Übergang. Mensch, die Amerikaner, die denken auch an alles. Die sind nicht auf den Kopf gefallen. Ich aber. So Leute, nach ein wenig Planschi-Planschi, wie Izzy auf jeden Fall momentan sagen würde, da kriege ich ja da schon wieder. Der alte Surfer. Ja, ich bin professionell. So professionell ist er da mit der Ugly Face Challenge. Ach, das war... 3, 2, oh. 1. Oh, wo ist die? Da habt ihr die Riesenspinne gesehen, Alter? Oh, das war auch so geil. Mensch, Alter, da seid ihr ja. Was ist denn hier los? Alle wieder die Kameras raus, ne? Das ist cool, weil das ist 2015. Da bin ich nämlich auch zur E3 hingefahren nach Los Angeles und danach noch zum West Coast Trip. Und dieses Jahr werde ich ja ebenfalls nach L.A. fliegen. Vom 10. bis zum 15. werde ich dann in Los Angeles sein
um da über ein paar neue Spiele zu berichten. Leute, das war's mit der heutigen Folge. Lasst ein Like da, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.